Meine Damen und Herren, die Religionsgeschichte hat seit je einen skeptischen, kritischen Begleiter gehabt. Die westeuropäische Aufklärung hat schon früh einen Vorwurf erhoben, der sich durchgehalten hat, auch in späteren Zeiten, nämlich der Vorwurf des Anthropomorphismus, worunter man versteht, dass die Gottheiten allzu sehr am Bilde menschlicher Vorstellungen und Beschaffenheiten dargestellt werden. Es sind menschliche Ängste und Sehnsüchte, aber auch Naturerscheinungen wie ein Gewitter, die also in den Geistern, Dämonen und Göttern gleichsam echohaft wiederkehren. Also letztlich, das ist wohl der Tenor dieser ganzen Religionskritik, ist es die Allgewalt undurchschauter Naturmächte, die fantastisch verarbeitet werden, wodurch der oft verdeckte Hintergrund der mythischen Welterklärung entsteht. Ich hatte in der letzten Woche eine Schlüsselfigur der westlichen Religionskritik genannt, Xenophanes im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Man kann ihn als Wortführer auch der späteren antiken Religionskritik bezeichnen. Also das mythische Denken wird auf den Nenner gebracht, ein bloß menschliches Produkt zu sein, das sich aber als eine Gewalt darbietet, die unabhängig vom Menschen ist. Xenophanes, das muss hier auch gleich gesagt werden, leugnet die Existenz der Götter nicht, sondern er strebt nach Weisheit, die von Sinnestrug frei ist. Sinnestrug kommt in das Bild des Göttlichen hinein, eben durch menschliche Zutaten. Das All-Eine, die Gottheit, er nennt sie schon die Natur, die uns aber erschöpfend zu erfassen nicht vergönnt ist. Ich habe dann noch kurz Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung genannt, wo auch das den Mythos dechiffrierende Motiv die Natur ist. Der Spott der Alten, sagen die beiden Autoren, über die allzu menschlichen Götter, hat den Kern der Sache unberührt gelassen. Die Individualität hat zunächst das Wesen der Götter keineswegs erschöpft. Sie hatten etwas vom Mana, jener nicht artikulierten, dumpfen Naturgewalt an sich. Sie verkörperten die Natur als allgemeine Macht, auch dort, wo sie einen menschlich klingenden Namen oder menschlich verständliche Verhaltensweisen an den Tag legten. Wir haben dann den Buchtitel von Wilhelm Nestle kurz erörtert, nämlich der Übergang vom Mythos zum Logos, und haben dann einige Aufmerksamkeit dem Logos-Begriff gewidmet, der sehr vieles bedeutet, die vernünftige Rede und Einsicht ebenso sehr, also das wäre eine Äußerung leibhaftiger Menschen, ebenso sehr aber auch die rationale Struktur einer Sache. Ja, und ich hatte an das Johannesevangelium, an den Anfang dieses berühmten Textes erinnert,
der Logos als ein welterschaffendes Prinzip. In Hegels Wissenschaft der Logik gibt es eine jeder gegenständlichen, endlichen und weltlichen Realität vorausliegenden Sinnzusammenhang, eine vernünftige Struktur, die dann in den verschiedenen Manifestationen der Welt wiederkehrt. Und das Entscheidende ist eben für Hegel, dass sie der Natur und jedem endlichen Geist vorgeordnet ist. Dann hatten wir kurz einen Blick geworfen auf die Selbstentfaltung des griechischen Denkens mit diesem auch an Hegel erinnernden Ausdruck, beschäftigt sich Nestle, aber wir haben hervorgehoben, der Übergang vom Mythos zum Logos war kein bloß linear und glatt ablaufender Vorgang. Die fortschreitende Beherrschung der inneren und äußeren Natur durch Erkenntnis gehorcht von Anbeginn einer Dialektik. Was ist darunter zu verstehen? Da das mythische Denken nicht allein Anschauung, sondern immer auch Nachdenken, Erklären, Reflektieren enthält, ist also im Mythos selber schon so etwas von dem enthalten, wodurch er dann abgelöst werden wird. Er will auch schon Welt erklären. Das heißt, es ist schon hier das Moment der kausalen Beschäftigung mit den Naturphänomenen vorhanden. Der Mythos, der berichtet, will auch die mythischen Sachverhalte erklären. Das heißt, hier wäre schon eine Funktion des Logos im Spiel, dort, wo man zunächst einmal meint, dass er dem Logos vorausliegt und dass er nur eine Sache der Phantasterei sei. Wir haben dann kurz uns beschäftigt damit, dass Logos und Mythos einander wechselseitig durchdringen, dergestalt, dass der Verstand im Dienste mythenbildender Fantasie auftritt, bald aber auch, dass die Fantasie ihrerseits in den Dienst eines verständigen Denkens tritt. Vom Mythos zum Logos oder im Logos, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Erst Logos als dasjenige, was den Mythos ablöst, historisch, dann aber auch umgekehrt das Mythische, das im Logos selber präsent ist, in dem Maße, wie dieser den Anspruch erhebt, die Naturerscheinungen zu erklären. Man kann hier auch an die scharf umrissenen Gottheiten der homerischen und der hesiodischen Götterwelt denken, auch in der Personifikation abstrakter Begriffe ist Logos im Spiel. Wenn Metis die Klugheit, auch Themis das Gesetz als Gemahlin hinzugefügt sind, deren Kinder Eunomia, Dike und Irene Ordnung, Recht und Frieden sind. Ich habe dann kurz noch darauf hingewiesen, Mythos im Logos bei Parmenides und bei Platon in erster Linie, wo also auch der spekulative Gedanke, um sich mitteilen zu können, Zuflucht sucht im Gleichnis, in der Allegorie,
in anschaulichen Bildern. Das heißt also, genau in einer Sphäre sich bewegt die gemeinhin als die des mythischen Bewusstseins gilt. Wechselseitige Durchdringung von Mythos und Logos sind das eine. Andererseits aber, da hat sicher Nestle das Entscheidende getroffen, seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert treten diese Mächte Mythos und Logos doch auseinander, ja bis hin zum feindlichen Gegensatz. Die Dialektik des mythischen Bewusstseins bringt es dann mit sich, dass die Erzeugnisse des Mythos als solche des Menschen selber durchschaut werden. Das, was als eine transzendente Erscheinung außerhalb und unabhängig vom Menschen sich darstellt, wird durchsichtig als ein Erzeugnis des Menschen selber. Wir haben über allegorische und rationalistische Interpretationsversuche des Mythos gesprochen. Das will ich nicht wiederholen. Aber es ist in der rationalistischen Mythendeutung, so viel sei doch noch gesagt, da sie sich auch mit den Heldensagen beschäftigt, da gerät also das Denken in die Nähe des sogenannten Euhämerismus. Euhämeros, eine wichtige Figur, um 500 vor Christus hat er gelebt, war darauf bedacht, den Götterkult aus der Verehrung einstiger mächtiger Herrscher oder weiser Männer zu erklären. Hier ist also die Berührung zum Atheismus ganz sicher gegeben. Was auffällt bei der Beschäftigung mit den Alten, den frühen Griechen, dass sie dort, wo sie theoretisch auftreten, keineswegs damit beginnen, dass sie den Mythos als eine Art falsches Bewusstsein bekämpfen. Das heißt, sie kümmern sich um das, was gleichzeitig an Vorstellungen im Volk lebendig ist, gar nicht, sondern legen ihrerseits einige Entwürfe rationaler Welterklärung vor, ehe sie dessen inne werden, dass sie sich damit eigentlich im Gegensatz zum Mythos des Volksglaubens oder auch Aberglaubens befinden. Die ersten Philosophen, das hält sich dann durch in der Geschichte des Materialismus, dessen großer Ehrgeiz ja in dem Nachweis der Einheit der Natur besteht, bis hin zu Marx und Engels, bis hin ins 19. Jahrhundert, Feuerbach und andere Autoren, die Einheit der Natur, vorgebildet etwa auch in der Ethik des Spinoza. Die ersten Philosophen gehen ganz unbefangen ans Werk. Die göttliche Einheit der Natur ist ihnen eine unbefragte Selbstverständlichkeit, wodurch es sich auch erklärt, dass sie erkenntniskritische Zweifel, ob die Natur denn überhaupt erkennbar sei, gar nicht erst aufkommen lassen. Und das war ein wichtiger Punkt. Damit müssen wir auch damit rechnen, dass beim frühen Griechentum jene Fragen, die dann spätere Zeiten sehr stark beschäftigt haben, bei ihnen gar nicht ins Spiel kommen. Ich hatte Ihnen so ein paar Stichworte genannt. Also das organische Sein,
ist es aus dem Anorganischen hervorgegangen und wenn ja, wie? Denn damals schon ist klar, die organische oder besser organisierte Materie enthält die nämlichen chemischen Elemente, die wir auch auf der Stufe der anorganischen Materie antreffen. Es sind nur andere Strukturverhältnisse, die den Unterschied von organisierter und nicht organisierter Materie ausmachen. Im 19. Jahrhundert ist zum ersten Mal von Wöhler, dessen Name eine Frankfurter Schule ja ziert, entdeckt worden, dass ich, wenn ich Ammoniumcyanat auflöse und es entsteht eine Umkristallisation NH4OH, dann kommt also dann so etwas wie der sogenannte Harnstoff heraus, der nun ein Produkt des menschlichen Organismus ist. Also das hat doch sehr lange gedauert, bis man im 19. Jahrhundert etwas Genaueres noch über den Zusammenhang von organisierter und nicht organisierter Materie hat ausmachen können. Die Vorsokratiker gehen ziemlich naiv, möchte man sagen, davon aus, allem real Seienden müsse so etwas Geistartiges innewohnen als eine erhaltende und wirkende Kraft. Es muss so etwas wie einen fließenden Übergang vom toten Stoff zum beseelten, zum lebendigen Stoff geben. Aber wenn man genauer hinschaut, die ältesten Denker haben dieses geistartige, bewusstseinsartige dann doch wiederum nicht so verstanden, wie man es auch hätte verstehen können, dass damit auch der Zusammenhang der Natur selber überschritten werde, sondern die Natur und die Mittel ihrer Erklärung sollten weiterhin den Hintergrund auch des Erklärens des Bios, des Lebens, des Lebendigen bilden. Der Begriff, der in der vorsokratischen Philosophie eine große Rolle spielt, die Archä, ein Wort, in dem sowohl das Uralte wie auch die Vorstellung von Herrschaft steckt. Und das Wasser des Tales, das eine, aus dem das Viele hervorgeht. Und das hat also Hegel in seinen philosophiehistorischen Vorlesungen betont, dass dem Wasser hier keine bloß sinnliche, sondern eben auch eine spekulative Allgemeinheit deshalb zukommt, weil es das eine ist, das das Viele und Ganze ermöglichen soll. Hegels Vorlesungen, Berliner Vorlesungen, wir haben darüber etwas noch ausgeführt. Er ist da sehr nüchtern, der große Idealist, hat einen enorm realistischen Blick auf die Welt auch gehabt, was mitunter vergessen wird. Er sagt das, ich darf es noch einmal kurz aus Hegel selber verlesen. Der Mensch hat die Natur vor sich. Wasser, Luft, Sterne, Himmelsgewölbe. Hierauf ist der Horizont seines Vorstellens beschränkt. Hier spricht er fast wie ein Aufklärer des 18. Jahrhunderts. Die Fantasie hat zwar Götter, ihr Inhalt ist aber auch natürlich Sonne, Erde, Meer. In dieser Bewusstlosigkeit, schreibt Hegel, der intellektuellen Welt, er will damit sagen, es wird jenseits der körperlich sinnlich erscheinenden Welt nicht noch eine Welt des rein Geistigen von der materiellen Realität
Abgehobenen unterstellt, vorausgesetzt von diesen Denkern. Sie denken immer von der großen Einheit her. Wir hatten dann ein bisschen uns über die Ambivalenz, die in der Hegelschen Interpretation der ältesten Philosophen uns entgegentritt, gesprochen. Einerseits schließt uns Hegel durch seine spekulative Art des Zugangs etwa zu sagen, das sinnliche Wasser ist eben hier das übersinnliche Prinzip, welches das eine und viele aus sich hervorbringt und erklären soll. Auf der anderen Seite wird aber auch die Naivität und Frische des materialistischen Denkens dieser frühen Griechen ein wenig dadurch, sie werden so ein bisschen altklug, möchte man bald sagen. Thales redet hier wie Hegels Wissenschaft der Logik. Also auf der einen Seite sehr bedeutend, was Hegel, der ja nun wirklich sich bemüht hat, die Geschichte der Philosophie so zu begreifen, wie er auch die große Weltgeschichte, die politische und soziale Geschichte begreifen wollte. Das ist das Positive daran und das ein wenig doch seine Arbeit relativierende ist eben dies, dass er vielleicht zu voreilig in die Alten etwas hineinokuliert, was sie an Ort und Stelle so gar nicht haben sagen wollen oder sagen wir besser können. Er hält es für kühn, sagt er, wenn uns Thales mitteilt, das Wasser sei ein wesenhaftes, das Erscheinende des Wesens, das Prinzip des Eins, das Wahrhafte, das allein an und für sich seiend vorgestellt werden muss. Mit den anderen griechischen Denkern jener Epoche, 7., 6. vorchristliches Jahrhundert, verfährt Hegel ganz ähnlich, nachdem er sich sehr ausführlich mit Thales abgegeben hat. Das ist eben die Frage nach dem unhinterschreitbaren Anfang. Der ist die urphilosophische Frage, der unhinterschreitbare Anfang. Ich kann hinter Begriffe, das ist dann auch wirklich für die Geschichte des Materialismus wichtig geworden, hinter Begriffe wie Bewusstsein und Materie nur noch terminologisch durch andere Wörter, dekorativ oder wie immer, hinweggehen. Der Sachverhalt, der ontologische, ist eben der, dass der Unterschied von Idealismus und Materialismus überhaupt erst thematisierbar wird, wenn ich auf der einen Seite den Strom des Bewusstseins, die Unmittelbarkeit meiner Empfindungen, Wahrnehmungen und Denkoperationen habe, andererseits aber das ziemlich deutliche Gefühl, dass außerhalb meiner so etwas wie eine dinglich feste, scharf umrissene gegenständliche Welt ist. Anaximander, seine Schrift über die Natur, das sind alles Kosmogonien, wie ist die Welt entstanden. Fast alle diese Philosophen, soweit wir fragmentarische Bruchstücke, fragmentarische Berichte von ihrem Denken haben, haben dann den einfachen Titel über die Natur. Das ist auch hochinteressant. Wir hatten schon uns ein wenig da verständigt. Es wird also nicht mit der Selbstgewissheit des erkennenden Ichs begonnen, sondern mit der Selbstgewissheit, insofern sie eine seiende, außerhalb des Menschen vorliegende Wirklichkeit voraussetzt. Also das ist hier, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass eben eine objektive Blickrichtung hier eine große Rolle spielt. Bei Anaximander finden wir eine Schrift über die Natur und sie ist die erste philosophische Schrift der Griechen überhaupt. Interessant ist an Anaximander dies, dass er nicht auf einen spezifischen Stoff sich stützt,
nicht auf die Luft, die Anaximenes, nicht auf das Wasser Vitales, sondern er lässt das offen, was dieses letztlich Tragende der wirklichen Welt ist, das Apeiron, eine unendliche allgemeine Materie, eine göttliche Unerschöpflichkeit, kein auf Anhieb jedenfalls konkret sinnlicher Stoff. Anaximenes, da war es die Luft, die wohl, wie Hegel vermutet, von diesem Philosophen als etwas Seelenhaftes, Geistartiges verstanden worden ist. Aus der Luft entsteht durch Verdünnung Feuer, durch Verdichtung Wind, Wolken, Wasser, Erde und Steine, Hauch und Luft halten das Weltganze so zusammen, wie unsere Seele uns zusammenhält. Also es ist der Blick auf den Kosmos, das Primäre in der frühesten Philosophie, die Physis, das Gewachsene, das Gewordene, ist immer auch ein Hauch von Organischem vorhanden, auch dort, wo die Philosophen dann auf einer späteren Stufe als Atomisten dem Stoff gar keine geistartige ursprüngliche Qualität zubilligen wollten. Es ist in dem Augenblick, wo ich also mit Anaximenes von der Luft und ihrer Verdünnung und Verdichtung ausgehe, welche die Vielfalt der von uns wahrgenommenen Stoffe ermöglichen. Wir kommen hier zu einer Philosophie des Bewusstseins, sagt Hegel. Es ist dies natürlich ein der frühen griechischen Denkart ganz fremder Begriff. Er hat aber hier diese Philosophie des Bewusstseins im Spiel und er versteht darunter ein Urwesen, das jetzt nicht mehr einfach auf eine gegenständliche Weise gekennzeichnet wird. Und er sieht darin als Idealist, der er ja nun einmal ist, die höhere Denkart. Es findet einer das Wesen der Dinge in etwas, was nicht einfach gerochen, geschmeckt, getastet, gefühlt und so weiter werden kann. Was Hegel sagt, einerseits seien arme, seien dürftige Gedankengänge. Auch hier ist natürlich noch gar keine Rede davon, dass Physik und Metaphysik zwei verschiedene Gegenstände sind. Dieser Unterschied, ob etwas empirisch oder spekulativ erkannt werde, der uns natürlich sehr wichtig ist, der fehlt hier noch völlig. Also sie suchen aber, das ist, was er ihnen hoch anrechnet, nach einer allgemeinen Substanz. Und vor allem ist es die Bildlosigkeit. Also der Abschied vom Mythos als der Abschied vom Bild. Da entsteht natürlich dann auch das Problem der mimetischen Erkenntnis der Dinge, die Mimesis, die nachahmende Erkenntnis der Dinge, muss nicht unbedingt so gedacht werden, dass das Abbild der Sachen den abgebildeten Sachen ähnlich ist, also fast fotografisch, naturalistisch wiedergebend. Also es kann die Theorie der Sache von ihr selber, ohne deshalb aufzuhören, wahr zu sein, recht verschieden ausfallen. Also das ist, glaube ich, ein nicht uninteressanter Punkt. Also in dem Maße, wie die Vorstellung des letzten tragenden Substrats aller Dinge bildlos ist und die Vorstellungen, die aus der Sinnlichkeit stammen, von sich abstößt.
Heraklit von Ephesos, der jetzt genannt werden muss, 535 bis 475. Heraklit von Ephesos wird als der Vollender der älteren ionischen Naturphilosophie betrachtet. Er hat im Altertum den Beinamen Skotainos, der Dunkle, auszulegen, den zu interpretieren, sehr schwer fällt, auch den damaligen Zeitgenossen offenbar schon schwer gefallen ist. Er wurde als Religionsverächter attackiert von den Behörden. Er hat aber auch Dinge vertreten, die sicher mit der traditionellen mythischen Weltansicht schwer zu vereinbaren waren. Er lehrte, die menschliche Vernunft sei mit der göttlichen Weltvernunft verwandt. Sie durchherrsche den Kosmos. Kein geringerer als Lenin hat ja auch Hegels Geschichte der Philosophie studiert und also geradezu ein Aufschrei am Rand und gemeint, das sei schon der dialektische Materialismus, vielleicht ein wenig voreilig, aber ist doch recht interessant, worin man hier glaubte, sich wiedererkennen zu können. Die gleichmäßig alle Dinge umfassende Ordnung, der sogenannte Kosmos, und hier haben wir also auch diese Idee des Materialismus als der Erklärung der Welt aus sich selbst. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Engels hat ihn ausgesprochen und in jedem marxistischen Lehrbuch war dieser Satz anzutreffen. Die Ordnung des Kosmos, und da gibt es einen großen Satz, und angesichts dieses Satzes, ich muss das jetzt ein wenig korrigieren, hat Lenin diesen Jubelruf ausgestoßen. Heraklit sagt, diese gleichmäßig alle Dinge umfassende Ordnung hat ebenso wenig einer der Götter wie einer der Menschen hergestellt, sondern sie bestand ewig, besteht ewig und wird ewig bestehen in dem nach festen Maßen entzündenden und verlöschenden, ewig lebendigen Feuer. Der Begriff des Feuers spielt hier eine große Rolle. Hegel selber hat auch gesagt, es gäbe keinen Satz von Heraklit, den er nicht in seine Wissenschaft der Logik aufgenommen habe. Vor allem der berühmte Satz, die meisten von Ihnen werden ihn im Kopf haben, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne. Es ist also bei Heraklit schon auch der Widerspruch im Sein selber. Das hat Hegel natürlich stark beeindruckt. Eine Identität des Identischen und des Nicht-Identischen. Das ist, glaube ich, hier der Nervenpunkt, um den es geht. Heraklit ist ein dialektischer Denker, ganz fraglos. Das Absolute ist kein festes Ding, sondern ein Prozess. Hegel, so sagt er, Dialektik als äußerliche Dialekte, als Resonieren hin und her, das ist dann mehr eine Sache des subjektiven Bewusstseins. Was ihn aber viel mehr interessiert, ist die Dialektik als die Seele des Dinges selber. Ja, Dialektik ist stets beides, habe ich in den ersten Seminarstunden bei Adorno gelernt, eine Denkoperation und die objektive Selbstbewegung des in jener Operation begriffenen Inhalts.
ist also eine immanente Dialektik der Sache selber. Fällt zwar in die Betrachtung des Subjekts, ist aber ein selber Objektives. Die eigenartige Objektivität von Heraklit, nämlich, so sagt Hegel, die Dialektik selber als ein Prinzip aufzufassen. Man könnte geradezu auch sagen, die Dialektik bei Hegel ist seine Metaphysik gewesen. Also die Wissenschaft der Logik ist ja nicht die Logik der Wissenschaft, das dürfen wir nicht verwechseln. Die Wissenschaft der Logik als Hegels Metaphysik. Auch hier wieder nicht dieses typische Hineinokulieren ins Frühere, was also aus einer späteren Entwicklung des Denkens uns vertraut ist. Aber ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir Menschen nun einmal an uns haben. Und davon kommen wir auch nicht so leicht weg. Der Fortschritt in der Philosophie des Heraklit ist der, sagt Hegel, indem er den Begriff des Seins konkretisiert, das heißt zum Werden fortschreitet. Also das Sein enthält das Werden. Das gehört keiner anderen außerhalb des Seins gegebenen Sphäre an. Also das ist, glaube ich, hier das, was wir uns merken können, Identität des Identischen und des Nicht-Identischen. Mit den späteren bewussten Materialisten ist Heraklit verbunden durch die Idee der Einheit der Welt, die aber eben auch in der idealistischen Philosophie eine ungeheure Rolle gespielt hat. Bei Kant, die Einheit des Bewusstseins ist zugleich das Bewusstsein der Einheit der erscheinenden Welt. Das ist vom Idealismus her eine durchaus bekannte Formulierung. Aber dieses naiv-realistische, dass die Einheit der Welt in ihr selber gleichsam anzutreffen sei, das ist, glaube ich, hier schon interessant. Also das natürliche Bewusstsein vor aller Philosophie, das hier von einer in sich selber bestimmten seienden Welt ausgeht. Ein Prozess des ewigen Entstehens und Werdens. Und so verläuft gemäß der heraklitischen Dialektik alles Geschehen streng nach dem Gesetz der Entzweiung, der Einheit und der Vereinigung des Entzweiten. Das hat also immer den Philosophen, wenn sie sich mit Hegel abgegeben haben, Mühe bereitet. Ich kann natürlich, wenn ich mit jemandem diskutiere, seiner Ansicht widersprechen. Dann These, Antithese. Man kann dann auch sagen, bei Hegel ist die sogenannte Synthese immer die durch die Antithese konkretisierte These. Aber wie gesagt, gibt es im Sein selber den Widerspruch? Ein Denker wie Empedokles, Feuer, Wasser, Luft und Erde, er hat gemeint, er könne dieser Schwierigkeit entgehen, indem er Mischungsverhältnisse dieser verschiedenen Weltelemente ins Spiel brachte. Die verschiedene Art des Gemisches jener Urgegebenheiten der Welt bringe die Vielfalt, die uns in ihr entgegentritt, zustande. Ich komme darauf noch mal ein bisschen näher zurück. Aber hier haben wir dieses Pyrotechnikon, das gestaltende Feuer, was durch die Dinge hindurchgeht. Und dann ist eben, was Hegel schon auch interessiert hat, die Substanz der Welt, ihre Seele, der Naturprozess. Es ist das Metamorphosierende der körperlichen Dinge, sagt er, ist Veränderung, Verwandlung des Bestimmten. Hier hat Hegel eine ganze Menge
für sich Brauchbares entdeckt. Das Feuer, sagt Hegel, ist die physikalische Zeit, die absolute Unruhe und Dinge dieser Art. Empedokles nun, den ich bereits genannt habe, 483 bis 424 vor Christus, scheint, wie Hegel ausführt, das Eindringen des Gedankens in die Realität und das Erkennen der Natur mehr Ausbreitung und Umfang gewonnen zu haben. Also die nach Heraklit auftauchenden Philosophen lassen sich mehr auf Details, auf einzelne Sachbereiche der Natur ein. Das will er wohl damit sagen. Also sie bewegen sich in Richtung auf so etwas wie eine elementare Naturforschung. Aber bei Hegel vermisst nun einmal bei dem Empedokles die spekulative Tiefe. Er soll ja wohl in den Ätna auf Sizilien hinabgesprungen sein. Es gibt ein Stück von Hölderlin mit dem Titel Empedokles. Ganz interessante Sache, die ich aber hier nur nennen kann. Also wir haben eine Vielfalt von Erscheinungen vor uns, aber auch eine Einheit der Welt. Und die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erde, sie sollen es erlauben, den Weltzusammenhang angemessen zu begründen. Und zwar eben, das ist wieder, wenn man so will, ein mechanischer Aspekt durch Mischungsverhältnisse. Nicht? Wenn ich Zucker und Salz und Mehl und so weiter vermische, diese Stoffe haben ja zunächst, wenn ich sie nicht an Kochprozess aussetze, gar nichts miteinander zu tun, sondern es ist ein wildes Gemisch ganz heterogener Dinge. Aber das soll also nun die berühmte Erklärung durch Mischungsverhältnisse sein. Es gibt bei Empedokles, wie es Aristoteles, der ein großer Gewährsmann für uns ist, hinsichtlich der alten Denker in seiner Metaphysik, wo er sich von ihnen natürlich scharfsinnig und spekulativ absetzt, kommt er aber doch nicht umhin, das genau zu beschreiben, was die Leute, von denen er eigentlich nicht glaubt, dass sie beachtliche Philosophen seien, immerhin dann doch sagt, was sie gelehrt haben, können wir dort also schon auch erfahren. Es gibt bei Empedokles nicht eine Natur, sondern allein eine Mischung und Trennung des Gemischten. Von den damaligen Zeitgenossen ist der Empedokles wohl eher als ein Dichter, denn als ein Philosoph verstanden worden. Wer, wie gesagt, sich sehr für ihn interessiert hat, war Hölderlin, der ja ein sehr spezifisches Verhältnis zum Mythos hat. Auch den Gedanken, der also bei Wagner dann in der Konzeption der Oper eine Rolle spielt, dass die durch Rationalität aufgelösten Mythen gleichsam im Medium der Kunst überleben, ihren eigenen rein begrifflichen Tod artistisch gleichsam überleben. Die frühen ionischen Denker sind Physikoi, wie man sie nannte, Naturforscher. Keine Naturphilosophen, muss jetzt hier vielleicht doch nochmal gesagt werden, wie etwa Schelling oder auch Goethe, ganz fraglos, Naturphilosophen waren. Sie tasten nach jenen ABC-Wahrheiten des Materialismus, die von dessen späteren Parteigängern umstandslos anerkannt wurden. Wer die Geschichte des Materialismus schreibt, hat immer die Schwierigkeit, die auch Hegel in seinen Deutungen auf einer anderen Ebene widerläuft, nämlich, dass man also in Kategorien, die erst sehr viel später
in Schwang gekommen sind, verstanden worden sind, etwas über Leute sagt, die ganz früh in der Geschichte auftreten und die wahrscheinlich mit so einer Redensart, wenn wir Thales gesagt hätten, er ist ein naiver Materialist, das hätte er gar nicht verstanden, was wir da sagen wollen. Nicht? Also dieses Problem, dass wir auf den späteren Stufen immer schon bestimmte Begriffe uns erarbeitet haben, um die wir uns aber dann auch nicht hier herumdrücken können, sondern wir bedienen uns ihrer dann auch bei der Besprechung von weit, weit früheren Autoren. Es ist überhaupt in der Geschichte der Philosophie so, dass die Sachen weit älter sind als die Begriffe, die man für sie sich ausgedacht hat. Dabei bleibe ich jetzt erst einmal. 15. Meine Damen und Herren, wir hatten gerade noch gesprochen über die Affinität, die Nähe der frühen griechischen Denker zum Materialismus. Aber auch hier gilt, was für Hegel kritisch anzumerken war, aber ein Körnchen Wahrheit ist sicher darin. Engels hat in seiner Dialektik der Natur sich durchaus als Schüler Hegels erwiesen und er billigt es auch, dass Hegel sich hinsichtlich der ersten Philosophen auf den Aristoteles beruft. Und er schreibt hier also schon ganz, der ursprüngliche naturwüchsige Materialismus, der ganz natürlich in seinem Anfang die Einheit in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen als selbstverständlich ansieht und in etwas bestimmt Körperlichem einem Besonderen sucht, Vitales im Wasser. Also die Vorsokratiker haben ganz verschiedene Freunde und Interpreten gefunden, was eben an der geistigen Situation, aus der heraus sie gedacht haben, was damit zusammenhängt. Das Zitat, mancher interessiert sich vielleicht, MEW 20, 4, 5, 8. Cicero, es hat sich gar mancher an den frühen Philosophen versucht, Cicero in einer nicht unwichtigen Schrift De Natura Deorum über das Wesen der Götter hat nun Folgendes behauptet und es ist sehr interessant, wie Hegel und auch Engels darauf reagiert haben. Thales habe zwar im Wasser den Urstoff aller Dinge erblickt, aber gleichzeitig eine geistige Gottheit benötigt, die aus dem Wasser alles bildet. Denken Sie auch an die Schöpfungsgeschichte, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und nun sagt aber Engels, lieber Cicero, ich folge dir in dieser Deutung nicht. Da scheint ihm Hegel doch der angemessenere Interpret zu sein. Bei Hegel heißt es, allein diese Frage, ob Thales noch außerdem an Gott geglaubt, geht uns hier nichts an. Es ist nicht von Annehmen, Glauben, Volksreligion die Rede. Und ob er von Gott als dem Bildner aller Dinge aus jenem Wasser gesprochen, so wüssten wir nichts mehr von diesem Wesen. Es ist ein leeres Wort ohne seinen Begriff. Und Engels kommt nicht umhin festzustellen, dass sich bereits bei den ältesten Griechen, das ist nun ein interessanter Punkt, bei aller naiv-materialistischen Gesamtauffassung der Kern der späteren Spaltung findet. Die Seele ist schon bei Thales, schreibt Engels, etwas Besonderes.
vom Körper Verschiedenes. Bei den Pythagoreern ist sie bereits unsterblich und wandernd, der Körper für sie rein zufällig. Also wir haben hier einiges Interessante, dass also diese Interpretation von Cicero, es habe doch eines geistigen Wesens bedurft, um diese riesigen Wassermassen sozusagen dazu zu bringen, uns jene Welt herzustellen, die wir täglich um uns haben, diese Vielfalt der Dinge. Und da ist aber nun Hegel, wahrlich ein Idealist, nicht mit einverstanden. Er meint, das ist eine fromme Zutat von Cicero. Bei Thales selber könne man das nicht ohne weiteres nachweisen. Interessant aber dann auf der anderen Seite, dass Engels, so sehr er sagt, die naiv-materialistische Gesamtauffassung bei den Vorsokratikern kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon so etwas wie eine qualitative Differenz zwischen einer Empfindung, einem Denkakt, einem Zornesakt oder was immer gibt und der leiblichen Unmittelbarkeit der somatischen Existenz. Also schon bei den ganz frühen Griechen ist sozusagen der Keim zu dieser doppelten Auffassung des Menschen, mit der sich ja ganze Jahrhunderte herumgeschlagen haben, durchaus angedeutet. Auch dies kann man sehr schön nachlesen, MEW 20, 460. Ich will ja in dieser Vorlesung, meine Damen und Herren, Ihnen Anregungen zu eigenem Studium geben, auch nicht einfach nur die Inhalte der Lehren, die hier zu erörtern sind, vortragen, sondern auch immer schon das Moment der Problematisierung mit hineinnehmen, denn sonst wird es gar zu brav und bieder. Nun ist also, wir sind hier bei sehr interessanten Dingen, nämlich die ABC-Wahrheiten eines jeden Materialismus, die also schon ganz früh im Griechentum angelegt sind und die dann später nur in dieser oder jener Richtung fortgesetzt wurden. Die Grundlagen eines jeden Materialismus, meint Engels, könne man schon auch bei den Alten nachweisen. Und er versichert ganz lapidar, der Materialismus sei weiter nichts als einfache Auffassung der Natur, so wie sie sich gibt, ohne fremde Zutat, weshalb er sich bei den griechischen Philosophen ursprünglich von selbst verstanden habe. Man muss aber korrekterweise natürlich auch sagen, die großen antiken Denker, die fortgewirkt haben, waren Platon und Aristoteles in der spekulativen, in der idealistischen, dann auch mit dem Christentum verbündeten Denken. Bei den Autoren, die eher nach der Naturseite hin die Welt gesehen haben, ist es die Korpuskulartheorie der Materie, die dann von der Antike übernommen wurde. Es gibt ein kleines, aber sehr gehaltvolles Buch von Robert Boyle, der skeptische Chemiker. Ein sehr interessantes kleines Werk, das ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Also diese berühmte Auffassung der Natur ohne jede fremde Zutat. Es gibt bei unseren Autoren dann immer auch Leute, die solche lapidaren Sätze hinschreiben, die dann mehr Fragen aufwerfen als lösen. Nicht? Das muss man diese etwas zu couragierten,
So und nicht anders ist es, nicht? Also basta finito, ich weiß nicht, das ist da mir dann doch etwas zu rasch. Richtig gesehen ist bei Engels also diese, das natürliche Bewusstsein vor jeder Philosophie, die lebenspraktische Erfahrung, auch des Alltags, vor jeder Wissenschaft, dass wir es mit einer doch oft sehr widerspenstigen Körperwelt zu tun haben, die uns Schmerzen antut. Ja, auch die körperliche eigene Befindlichkeit erinnert uns ja immer wieder schmerzlich daran, dass wir keine so ganz absoluten Wesen in der Tat sind. Aber was er hier sagt, der Materialismus so die Natur so anschauen, wie sie sich gibt. Solche Autoren hat es fraglos gegeben. Aber wenn wir vom Materialismus überhaupt zu dessen Spielarten übergehen und damit zu der ontologischen Frage nach der Einheit der Welt, so ist deren durchgängige, und jetzt kommt das Stichwort, Materialität, wie es im Anti-Düring dann doch auch heißt, hier ist Engels etwas differenzierter, die Materialität der Welt als Einheit ist nachweisbar nicht durch Gewaltstreiche, durch Kraftsprüche, sondern durch eine lange und, wie er hier schreibt, langwierige Entwicklung der Philosophie und der Naturwissenschaft. Also der Satz, die Einheit der Welt besteht in ihrer Materialität, ist ein Resultat sehr verwickelter Erkenntnisprozesse. Also mit diesem Satz kann man nicht hausieren gehen, sondern der ist das Resultat sehr angestrengter Bemühungen. Das hat Engels durchaus auch gesehen. Also es gibt bei ihm dieses Doppelte, der naive, vorphilosophische Zugang zur Welt, aber dann auch der reflektierte. Das müssen wir, glaube ich, doch hier, wenn der Begriff schon des dialektischen Materialismus eine Rolle spielen soll, beachten. So viel, meine Damen und Herren, zu den Vorsokratikern, dass ich das, wie Hegel selber sagt, mit den 7 Meilenstiefeln des Begriffs habe darstellen müssen, ist Ihnen natürlich klar. Die Vorlesung soll Sie ja anregen zu eigenem Nachdenken, und komplett kann man die Dinge nie darstellen, sondern immer etwas bruchstückhaft, soweit man es vermag. Und keiner von uns, der etwas vorträgt öffentlich, kann abstrahieren von bestimmten Vorlieben und Neigungen. Eine absolute Neutralität gegenüber dem Stoff der Philosophie ist eigentlich auch gar nicht erwartbar und vielleicht auch nicht einmal wünschenswert. Wir kommen jetzt zu einem zweiten großen Kapitel, meine Damen und Herren, nämlich zur antiken Atomistik. Da haben wir auf der einen Seite auch etwas, was wir schon von der Vorsokratik kennen, nämlich die objektive Blickrichtung. Auch die Atomistik setzt das Werk der Vorsokratiker fort, Kosmogonie, wie ist die Welt entstanden, wie kommen wir zu einer gegenständlichen Welt um uns herum, wie ist die Welt beschaffen, all dies ist eine wichtige Sache. Jene Denker, die nach den Vorsokratikern auftreten, sind aus heutiger Sicht Materialisten, die zur Philosophie, wie die Schule Platons sie verkörpert hat, ein insofern, das müssen wir gleich zu Beginn ehrlicherweise sagen, insofern ein gebrochenes Verhältnis haben, als ihre Lehre verwoben ist in die Geschichte der sich anbahnenden Naturwissenschaft. Das heißt also, der Materialismus ist über Jahrhunderte hinweg
viel mehr mit Physik, Chemie, Physiologie, solchen Disziplinen notwendig verwoben. Das heißt, er bezieht seine Argumente immer auch aus empirischen, experimentell gewonnenen Resultaten und nicht einfach aus der Geistesschärfe dessen, der mit Begriffen umzugehen versteht. Also, und er ist also, die meisten Philosophen, bei jeder Abendgesellschaft, wenn nach großen Philosophen gefragt wird, also die Materialisten bleiben immer unerwähnt oder selten erwähnt. Das ist wie die Mutter, die dem Kind sagt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern da unten. Es gibt sozusagen Leute, die als mehr als Störenfriede, als unerlaubte Zwischenrufe der Philosophiegeschichte auftreten, denn als Denker, mit denen man sich ernsthaft abzugeben hat. Inzwischen mag sich da einiges im öffentlichen Bewusstsein auch geändert haben, aber es ist ganz sicher, Platon, Aristoteles, große Philosophen, stärker verwoben in Dinge wie Religionsgeschichte, Mystik und dergleichen. Andererseits das eher gebrochene Verhältnis zur Philosophie überall dort, wo die Autoren immer auch abhängig sich sehen vom Stande dessen, was empirische Forscher jeweils über die Welt herausgefunden haben. Das, glaube ich, ist hier zunächst einmal wirklich festzuhalten. Also das Verhältnis zu der sich anbahnenden und dann auch durchsetzenden Naturwissenschaft ist natürlich auf der Seite des Materialismus sehr viel größer als auf der anderen, der idealistischen Seite, obwohl wahrscheinlich die meisten großen Philosophen nach wie vor im gesellschaftlichen Bewusstsein die Idealisten sind. Der Materialismus hat eine gewissermaßen ein monotones Programm. Er lehrt auf verschiedenen Stufen den sekundären Charakter des Geistigen. Nicht immer mit Gewinn fährt er dann auch damit fort, uns zu zeigen, wie das Materielle es zum Geistigen bringt. Das wird dann seltener befriedigend mitgeteilt. Ich glaube, das muss man hier wohl auch vorausschicken. Die antiken Atomisten, die immer noch mit den Eierschalen mythischer Welterklärung behaftet sind, die sie gerade so abstreifen, was eben die Atomisten mit den Vorsokratikern verbindet, ist die objektive Blickrichtung ihres Interesses. Das theoretische Interesse bezieht sich auf die seiende Welt und es ist nicht die Selbstreflexion des erkennenden Ichs. Das haben wir seit Descartes in der Moderne natürlich ganz anders. Hier wird nach Herkunft und Beschaffenheit der materiellen Welt gefragt, nicht nach Struktur und Funktion des erkennenden Subjekts. Das heißt, sie betrachten die Wirklichkeit ohne jene fremde Zutat, von der Engels spricht und worunter er wohl in erster Linie nicht so sehr den Erkenntnisapparat verstanden haben dürfte, sondern magisch vorwissenschaftliche Reste der älteren Zeit. Ist in der zeitgenössischen französischen Literatur, das möchte ich doch zu Beginn der Betrachtung der Atomistik noch anmerken, ist in der zeitgenössischen französischen Literatur, etwa in den historischen Schriften von Olivier Bloch, schreibt sich wie unser Ernst Bloch,
oder Jean Salems von Materialismus die Rede, so fehlt selten der Hinweis auf antike Autoren wie Demokrit, Epikur und vor allem Lukrez, deren Spuren sich noch in späteren Materialismen nachweisen lassen. So nennt Lamétrie, der Arzt, in seiner Schrift Système d'Epicure die Alten, und Marx, auch das ist nicht jedermann bekannt, lernt den Materialismus zunächst in seiner antiken Version kennen. Er hat 1841 in Jena in absentia in Philosophie promoviert, und zwar über das Thema Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. Das ist nur wenigen Leuten bekannt, ist aber auch sachlich von Interesse für seine spätere Art heranzutreten an diese Frage. Ich werde darauf dann auch noch ein wenig eingehen. Also er hat die antiken Materialisten zunächst kennengelernt und vor allem den Epikur als einen ganz großen Aufklärer des Altertums gefeiert. Das Ganze hat aber noch einen unüberhörbaren Nachhall darin, dass Marx noch in dem berühmten Vorwort zum ersten Band seines Hauptwerkes 1868 seine philosophische Position monistisch kennzeichnet, dass er erklärt, bei ihm werde im Gegensatz zu Hegel, der ist und bleibt der große Feind die ganze Zeit über, das Ideelle als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle betrachtet. Auffällig ist auch, dass Marx, was nahegelegen hätte, hier nicht von der Abhängigkeit der ideologischen Bereiche der Gesellschaft von den jeweiligen ökonomischen Verhältnissen spricht, sondern weit abstrakter vom Ideellen, das hier als ein vermittels des Menschen transformiertes Materielles erscheint. Die Seelenatome von Demokrit fallen einem dazu auch nochmal ein. Das, glaube ich, ist ein ganz interessanter Punkt. Zurück zum antiken Materialismus, den Hegel als Anfang einer Metaphysik der Körper bezeichnet. Und das ist in der Tat der sachlich richtige Ausdruck. Die Körperwelt als das eigentliche Geheimnis der gegenständlichen Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Der Anfang einer Metaphysik der Körper. Warum Anfang? Weil das sich eben in der Moderne, im 17. Jahrhundert, vor allem dann auch bei bedeutenden Autoren wiederfindet. Begründet haben diesen Anfang Leukippos, den schreiben Sie bitte mal auf, so ist es, Leukippos, schreibt der Kerl sich, der in der zweiten Hälfte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts gelebt haben dürfte. Unsere Kenntnisse sind hier sehr fragmentarisch. Und Demokrit, der wohl zwischen 460 und 370 gelebt hat. Es gibt eine Schrift, Mikros Diakosmos, kleine Weltordnung, von Demokrit zu Beginn des 4. vorchristlichen Jahrhunderts. Atomos heißt unteilbar. Der Kerngedanke dieser Autoren ist es, dass die Wirklichkeit auf kleinste, nicht weiter zerlegbare Partikelchen, Teilchen zurückzuführen sei. Und auch die Seele besteht aus besonders feinen, kleineren Partikelchen. Also hier auch die Tendenz,
auszukommen nur mit einer Seinsart. Eine zweite qualitativ davon verschiedene Seinsart wird nicht angenommen. Das hat auch damit zu tun, dass ich, das weiß jeder Arzt, noch heute glaube ich, Lametrie war ein sehr guter Arzt, wenn ich mit Erfolg mich mit seelischen Sachverhalten bei einem Menschen beschäftige, kann ich nicht auf die biblisch-christliche Vorstellung oder die Unsterblichkeitslehre Platons zurückgreifen, sondern auf dem Umweg über das Studium körperlicher Symptome vorstoßen, mich vortasten, auch zur Erkenntnis seelischer Sachverhalte, die als solche gar nicht zu leugnen sind. Es hat natürlich radikale Materialisten gegeben, die dann gesagt haben, was nicht wissenschaftlich beobachtbar, raumzeitlich fixierbar ist, hat keine Existenz. Wir können sozusagen den Menschen restlos erklären, ohne zu rekurrieren auf eine zweite Wirklichkeit, an der er teilhaben soll. Aber das war nicht die ganze Auffassung, das war die Auffassung einiger Autoren. Das sollten wir hier gleich betonen. Demokrit und Leukippos haben folgerichtig fortgesetzt, was Empedokles und Anaxagoras mit der Vermutung begonnen hatten, die Welt bestehe aus kleinsten materiellen Teilchen. Indem sie die wesentliche Welt auf die Atome und das Nichts reduzierten, stießen sie, sagt Hegel, tiefer vor in das durch Körperlichkeit, das heißt Gestalt, Undurchdringlichkeit und Schwere bestimmte Sein. Also die Begriffe, die die Körperlichkeit des natürlichen Seins betreffen, das sind ja für Hegel gedankliche Konstruktionen. Also hier ist schon wieder mal der alte Idealist am Werk, diese essentiellen Grundlagen der erscheinenden Welt. Darum geht es hier. Und also Gestalt, Körperlichkeit, Undurchdringlichkeit und Schwere, das sind spekulative Begriffe für Hegel, nämlich solche, bei denen ich nicht unmittelbar auf sinnliche Daten zurückzugehen habe. Und dann kommt eine ganz interessante Stelle. Hier kommt man ein wenig ins Schmunzeln, wenn man seinen Hegel kennt. Leukippus, sagt er, ist der Urheber jenes des berüchtigten atomistischen Systems, das in neueren Zeiten, das konnte er sich doch nicht verkneifen, wiedererweckt als das Prinzip vernünftiger Naturforschung gegolten hat. Man denkt natürlich an Gassendi und seine Wiederaufnahme des Epikureismus. Und hier ist natürlich auch ein anderer Autor zu nennen, Robert Boyle, man vergesse ihn nicht, 1627 bis 1691. Er ist einer der großen Pioniere moderner experimenteller Naturforschung gewesen und hat sich ausdrücklich auf die antike Atomistik berufen. Und da habe ich eine kleine Schrift entdeckt, nämlich Der skeptische Chemiker, eine Schrift von 1661. Und hier sagt er, er habe sich der Anschauung des Leukipp, Demokrit und anderer hervorragender Atomisten des Altertums angeschlossen, die in unserer Zeit, sehr interessant, von durchaus nicht unbedeutenden Philosophen zu neuem Leben erweckt worden ist. Boyles Korpuskulartheorie der Materie hat den Sinn,
die Chemie einmal von den scholastisch-aristotelischen Überbleibseln und andererseits von alchemistischen Einsprengseln zu befreien, indem er die Natur mechanisch als komplex quantitativ bestimmter physikalischer Massen auffasste. Das ist eine sehr interessante Sache, bei der ich einen Moment verweilen möchte. Und zwar ist das, ja, er will also hier sagen, ich muss mich sowohl von Aristoteles trennen, dessen Prinzipien lauteten Form, Materie, Wirkursache und Zweckursache. Diese vier Prinzipien sind nicht in der Lage, uns sozusagen angesichts der neuen historischen Situation der Naturerkenntnis weiterzubringen. Aber auch Paracelsus mit seinen drei Prinzipien, Quecksilber, Salpeter, Schwefel. Auch diese Denkweise musste beiseite geschoben werden. Und daher dann auch das Interesse an einer, ja, man kann sagen, quantifizierenden, kausalmechanischen Naturforschung. Das, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Er schreibt hier, beide Lehren können mit viel besseren Argumenten verteidigt werden, als die bis jetzt von mir bekannten Autoren das getan haben. Aber er sagt, das sind Hypothesen, so scharfsinnig die waren. Salpeter, Schwefel, Quecksilber bei Paracelsus. Immerhin war Paracelsus der Begründer der Iatrochemie, einer der ersten, der mit chemischen Präparaten, Medikamenten gearbeitet hat. Also ein durchaus bedeutender Mann auch in der Geschichte der Naturforschung. Und dieses lange und zählebige Fortwirken von peripatetischen, das hieß hier aristotelischen Vorstellungen, das war jedenfalls ein Abschied von der bisherigen, noch spekulativ mit Mystizismus, religiösen Elementen und so weiter besetzten Denkweise. Schon haben wir es wieder erreicht, aber vielleicht darf ich gerade noch ein bisschen was sagen. Das atomistische System, das Hegel hier mit Recht nennt, berüchtigt. Nicht? Das war nämlich der französische Materialismus des 18. Jahrhunderts, aber schon vorher ein Denker wie Thomas Hobbes, politisch eher ein Anhänger des Absolutismus, philosophisch hochinteressant. Vielleicht beende ich die heutige Vorlesung damit. Die drei großen Themen von Hobbes waren de corpore, de homine und de cive. Das heißt, er ist vom abstraktesten, von der abstraktesten Aussage, die ich über die Welt überhaupt treffen kann, nämlich sie ist Körper, übergegangen auf eine Spezialart von Körper, nämlich der Mensch. Es geht bei Hobbes so weit, dass er sagt, wenn es einen Gott gibt, muss er auch körperlich sein, sonst könnte er mit ihm gar nicht klarkommen. Nicht? Also, irgend so ein nebuloses Gebilde darf das nicht sein, sondern das fällt auch unter die Korpuskulartheorie. Und schließlich die Zive über den Bürger, das heißt, das ist dann die Staatsphilosophie von Hobbes geworden, der Leviathan und solche bedeutenden Schriften. Bis nächste Woche. Nicht? Ja.